Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir wollen jetzt hier erstmal noch weiterlaufen. Immer noch in der Mission. Verdammt! Prioritätsmeldung! Eine planetare Verteidigungskanone hat soeben Admiral Corus Schiff abgeschossen. Überlebende? Sind in den Rettungskapseln und ich habe hier Admiral Rahn, die gerade versucht, eine sichere Verbindung herzustellen. Stellen Sie sie durch. Shepard, hier ist Rahn. Die schwere Flotte geht in die Knie. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Wir werden das Reaper-Signal in Kürze deaktivieren, Admiral. Ja, und wir sind immer noch mit den Quarianern unterwegs. Da unten müssen wir hin zur Hauptgeschützbatterie. Und das machen wir auch. Jeden Moment. Medikit. So. Nehmen wir nochmal mit. Das wollte ich aber noch sagen. Okay. Die Spannung steigt. Wir werden bestimmt auf irgendwelche krassen Viecher treffen. Oder auch nicht. Wow. Was war das? Ja, und jetzt? Ach, da. So. Und rüber. Vorsicht wegen der Schockwellen! Das ist ein großes Geschütz! Wieso? Wenn wir in Deckung bleiben, dürfte nichts passieren. Also, den Radius rausfinden. 1, 2, 3 und los. Ja, doch, soll ich noch rübergehen. Okay, hier ist gar nichts. Da kommt noch mehr. Ich glaube, Sie wissen, was wir vorhaben. Ja, schüttel meinen Kopf, Tali. Wow! Also man sollte sich nicht treffen lassen. Na komm. Reload? Wo ist das Vieh hin? Jetzt haben wir das. Reload. Sag mal, was hinter dir bist. Oben sind auch welche. Okay. Wir müssen das Ding abschalten. Es muss eine Wartungsabriegelung geben, die diesen Bereich deaktiviert. So, den haben wir. Ho, 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 ho.
Okay. Irgendwo muss hier eine Konsole sein. Ich hoffe, sie ist nicht zurückgelaufen. Zum Start. Und? So, hier rüber. Da ist sie, Commander! Schalten wir das Ding ab! Ja, gleich. Nun mach doch! Jetzt könnt ihr nicht mehr schießen, Jungs. Weiter! Ja, ich will schießen. Commander, die Abriegelung! Los, nichts wie weg von hier! Das war haarscharf. Mistkerl! Auf die Schilde achten! In Deckung bleiben! Wo seid ihr denn? Hoch da, komm. Ja, lass mich also hochkommen. Falsch hochgeschaut. Ja, die habe ich ein bisschen festgenagelt gerade. Natalie ist hier, ich dachte schon. Waffe wechseln. Moment. Wo bist du? Also. So. Jetzt können wir weiterlaufen nochmal. Hier ist soweit nichts. Warte, warte, warte. Und rüber. Nee, hier ist nichts. Moment, auch was hier warten. Und weiter. Ja, gebt euch geduldig und geschmeidig. Es geht gleich los. Rennen wir gemütlich runter und weg ist er. Okay, und fliegt. Wenn er denn mal fliegen würde, dann lasse ich halt anfliegen. So. Okay, weiter geht's. Nee. Hier lang, oder? Wo? Umgeben wir mal diese Tür. Was war das denn? Und? Irgendwie kommt mir doch auch bekannt vor.
alles in Ordnung. Gut. Hoffentlich kommen jetzt keine Fahrstühle mehr. Bloß weiter. Der Antriebskern muss ganz in der Nähe sein. Ja, ich bin dabei. So, dann krabbeln wir die Leiter hoch. Ne, wir klettern die Krabbel nicht. Okay. Ich habe ja eins benutzen müssen. Ne, habe ich nicht benutzen müssen. Nicht? Bin ich. So, ist er gleich hier? Ne. Das ist eindeutig Reaper Tech, aber was? Shepard Commander, helfen Sie uns! Legion! Sie kennen dieses Ding? Ja, er hat mir beim Kampf gegen die Kollektoren geholfen. Er ist auf unserer Seite. Sind Sie sicher, Commander? Ja. Legion hat uns früher schon gegen die Reaper geholfen. Er hätte niemals zugestimmt. Ihre Vorsicht ist verständlich. Wir beugen uns nach der Befreiung allen Beschränkungen, die Sie für erforderlich halten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist schön, Sie wiederzusehen. Ebenso, Schöpferin Zora. Und was ist das für ein Ding? Es benutzt unsere Netzwerkarchitektur, um das Befehlssignal der alten Maschinen gleichzeitig an alle Geth zu senden. Wenn Sie da raus sind, ist das Reaper-Signal also abgeschaltet. Halt! Sie können die Halterung nicht entfernen. Wir werden durch Hardware-Blocks in der Nähe gesichert, die unsere Operationsprotokolle kontrollieren. Die Hardware-Blocks sind auf der anderen Seite des Raums. Wir können sie hinlotsen. Auf der anderen Seite des Raums, sagen Sie? Ja, die Deaktivierung sollte kein Problem sein. Die Geth haben einen Schutz gegen Virenangriffe eingebaut, nicht gegen physische Entfernung. Wie haben die Reaper die Kontrolle über die Geth erlangt? Gar nicht. Die Schöpfer haben angegriffen. Die Geth wollten leben. Also haben die alten Maschinen ihnen ein Angebot gemacht. Warum sind wir dann zu dieser Geth-Station und haben die Heretics umgeschrieben? Für nichts? Nein, sie haben die Heretics erfolgreich umgeschrieben. Das Bündnis mit den alten Maschinen war eine schwierige Entscheidung. Hätten die Schöpfer nicht angegriffen, wäre es unnötig gewesen. Wir holen sie in Kürze da raus. Ja, machen wir auch. Aber vorher... Danke. Schaue ich mich nochmal um. Ob hier vielleicht noch irgendwas liegt. Oder irgendwas zu anklicken ist. Weil, ist einfach so. Es war mal umgelaufen. Ist er weiter? Nee. Okay, dann können wir rennen. Na los, Shepard. Keuch nicht so. Du bist ein Frontkämpfer. Du kannst das ab. So. Da. Tali Zora an Flotte. Das Signal ist in Kürze offline. Ihr Admiral, Herrn Geralt, wir schulden Ihnen was. Hardware-Blocks offline. Wir sind frei. Zeichen der Zusammenarbeit haben wir den Antriebskern des Schlachtschiffs deaktiviert. Alle Waffen und Barrieren sind offline. Alarm! Geth-Verstärkung im Anmarsch! Die Geth-Flotte wurde destabilisiert.
signalisiert. Das Signal ist offline. Schwere Flotte. Bereit machen zum Gegenangriff. Verstanden. Okay. Bringe Patrouillenflotte in Unterstützungsposition. Sieh doch! Wann immer Sie bereit sind, Admiral Garrett. Also gut, dann schauen wir mal, was die Quarianer wirklich drauf haben. Kleines Drohending, Vorsicht! Ja, flieg doch mal hin. Ja, Mist, er platziert Geschütze. Admiral Garrett, was machen Sie da? Rat, sehen Sie auf Ihre Monitore. Das Schlachtschiff ist hilflos. Lauf doch! Keine Barrieren und das Hauptgeschütz ist tot. Alter. Mal gut, dass er nichts gemacht hat gerade. Das Signal ist offline. Schwere Flotte. Bereit machen zum Gegenangriff. Verstanden. Bringe Patrouillenflotte in Unterstützungsposition. Wann immer Sie bereit sind, okay. Admiral Garrett. Also gut, dann schauen wir mal, was die Quarianer wirklich drauf haben. Kleines Drohending, Vorsicht! Okay. Hier wird nicht auf mich geschossen. Gibt's doch gar nicht. Nee. Ah, Mist! Er platziert Geschütze! Das war die falsche Taste. Ja, ich bin down. Down. Wow, falsche Richtung gelaufen. Ah, Medigel hilft. So, was können wir dann dagegen machen? Wir haben hier noch einmal Verstärkung und Sabotage. So, dann können wir da nichts machen. Machen wir ein Blutbad. Jetzt warten, bis das Schild hier voll ist. Der Schild. Okay. Mach mal Energie ins Zug. Jawohl, der Sabotage. Okay, hier sind noch ein paar kleine Gegner, das ist jetzt nicht mehr das Problem, der Kommandant ist weg. Was machen Sie da? Ran, sehen Sie auf Ihre Monitore. Das Schlachtschiff ist hilflos. Keine Barrieren und das Hauptgeschütz ist offline. Wir können Ihr Flaggschiff ausschalten, wenn wir jetzt angreifen. Verdammt! Ihr habt einen Gegenangriff vereinbart, keinen blinden Vorstoß. Was reden Sie da? Sie sind doch noch an Bord! Gelegenheit nutzen. Schwere Flotte, Angriff. Erledigen Sie das Schlachtschiff. Patrouillenflotte, genau. Position halten. Wenn Sie das tun, wird die schwere Flotte untergehen. Okay. Machen Blutbad. Sie haben einem Gegenangriff zugestimmt, Ram. Werden Sie jetzt nicht zimperlich. Verdammt sollen Sie sein, Garrett. Konzentration auf die Geth. Um die Admirals kümmern wir uns später. Okay. Du bist Geschichte. Irgendwo ist noch einer. Oder? Patrouillenflotte. Flankenunterstützung für die schwere Flotte. Räumen Sie ihr das Schussfeld frei. Wo ist der letzte? Irgendwo muss hier noch was sein. Sonst würde ja irgendwas triggern. Hm.
bin auf der falschen Seite gelaufen. Marv. Na los. Dann lauf, kleiner Mann. Ich habe schon viel von dir gehört. Beim Laufen Munition aufnehmen und noch. Ja. Muss ja hier irgendwas sein. Ja. Alle Schiffe Feuer frei! Shepard Commander, die Schöpferflotte beschießt dieses Schiff. Ohne Barrieren wird das Schiff zerstört. Wir müssen evakuieren. Wir müssen zu den Rettungskapseln. Guess übermitteln Intelligenzen mit Signalen. Es gibt hier keine Rettungskapseln. Vorschläge? Im Backbord-Hangar liegen Guess-Jäger. Damit können wir in Sicherheit fliegen. Auf da! Nee, oder auch nicht. Shepard und Flotte, Feuer einstellen! Ich wiederhole, Feuer einstellen! Sie antworten nicht! Verdammt! Shepard Commander, wir haben die Kontrolle über die Andockprotokolle. Wir sind gleich da! Okay. Das ganze Ding fällt auseinander! Shepard Commander, wir können nur von der oberen Ebene aus starten. Nee, ich bin auf dem Weg. Die Hangartür schließt sich! Wir schaffen das schon! Norman, dir ein Shepard. Registriere Gravitationsverlust. Alles okay? Ja, wir nehmen einen Guess-Jäger. Übermittle Rendezvous-Koordinaten. Ist denn auch ausreichend Platz im Frachtraum, Shepard Commander? Uns geht's gut. Los! Wackeln Sie mit den Flügeln oder so, damit ich weiß, in welchem Sie stecken. Das Schiff gefeuert, während Sie an Bord waren? Ich kann Ihnen nicht helfen, diesen Krieg zu gewinnen, wenn Sie so vorschnell handeln. Ich weiß, Admiral Garrel macht schon seit Jahren Ärger entlang der turianischen Grenze. Aber ich verstehe Ihre Verzweiflung. Wir haben die Erde erst vor ein paar Wochen verloren. Noch haben wir die Erde nicht verloren. Wir brauchen Hilfe, Shepard. Wir brauchen eine Flotte. Und die Quarianer haben die größte, die es da draußen gibt. Ich weiß, Admiral. Ihr unilateraler Angriff hat uns alle gefährdet. Ich sollte Sie des Verrats anklagen. Ich handelte als Admiral der schweren Flotte. Und was ist mit Shepard? Und Tali Zora? Sie sind unverletzt entkommen. Shepard, die Missionsparameter haben sich geändert. Sie gehören zum Militär. Sie verstehen das. Ich verstehe nur, dass Sie den Plan ignoriert haben und vorgeprescht sind. Das Schlachtschiff war ein perfektes... Admiral, Sie haben Ihre Mission und Ihr Volk gefährdet. Runter von meinem Chef. Shepard, ich verstehe Ihren Zorn. Wenn Ihre Flotte nicht wäre. Wegen ihm wären wir fast draufgegangen, Rahn. Wissen Sie, die Geth haben uns schwere Verluste zugefügt, bevor sie das Reaper-Signal deaktiviert haben. Die haben eine planetare Verteidigungskanone? Hatten. Admiral Corris hat sein eigenes Schiff geopfert, um sie zu zerstören. Er ist auf der Heimatwelt abgestürzt. Die Normandy kann bei den Rettungsmaßnahmen helfen. Danke, Commander. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei. Die Geth verfügen nicht länger über die Programm-Upgrades, die sie unter der Kontrolle der Reaper hatten. Shepard, Commander, wir wollen unsere Unterstützung anbieten. Was zum Teufel ist das denn? Halt, halt! Beruhigen Sie sich! Sein Name ist Legion. Er hat mir geholfen, die Kollektoren zu vernichten.
Die Reaper haben Legion als Signalverstärker benutzt, um vom Schiff aus Befehle zu senden. Wir haben ihn befreit. Wir haben es befreit. Ein faszinierender Prototyp. Mit etwas Arbeit könnte ich damit einen Schwachpunkt des Guest-Konsenses finden. Legion sagt, er könne uns helfen. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Verstanden, Commander. Sie sagen also, Sie können uns helfen? Ja. Was wissen Sie über die Geth? Wie werden Sie ohne die Kontrolle der Reaper reagieren? Sie haben die Langstreckenkontrolle unterbrochen. Aber die alten Maschinen haben für kürzere Distanzen eine Basis auf Runoch errichtet. Die Geth haben immer noch die Reaper-Upgrades? Korrekt. Sie sind im Moment nicht organisiert. Aber sobald das Kurzstreckensignal sendet, ändert sich das. Kehler, ich muss die Flotte warnen. Zen, Sie koordinieren sich mit Garrel. Bewegung! Wir müssen die Reaper-Basis ausschalten. Wo ist sie? Unbekannt. Suchen. Verstanden. Wir kennen die Position eines Servers, von dem aus Jägerstaffeln der Geth kontrolliert werden. Die Staffeln visieren die Lebensschiffe der Schöpfer. Wenn wir sie ausschalten, minimiert das die Verluste. Wir wollen dabei helfen. Danke. Ja, wir haben einige neue Sachen bekommen. Und ja, Garrel, also der hat ja wohl gerade Lappen am Zaun. Sorry, aber normalerweise bin ich nicht jemand, der gewalttätig ist. Gut, in dem Spiel muss man es sein, aber ich meine so, jemand, der seine Fäuste benutzt, um seine Meinung durchzuboxen. Aber der Typ hat sich anders verdient. Ist ein Arschloch, schön für die Ausdrucksweise. Da hat Shepard recht, er hätte die ganze Kolonie der Klorianer oder die ganze Flotte sogar auslöschen können damit. Anstatt er einfach sich an den Plan hält. Nein, da wird er gleich losgefeuert. Und wenn wir den das nächste Mal treffen, habe ich eine Waffe in der Hand. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ja, aber nun gut, wir haben es irgendwie rausgeschafft. Wir haben Legion dabei, wir haben Tali jetzt an Bord. Wir können auf jeden Fall richtig schöne Sachen machen. Und das Schönste könnt ihr jetzt machen. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann seid ihr angehalten, auf jeden Fall was Nettes da zu lassen. Ein Däumchen, ein Kommentar, ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Habt einen wunderprächtigen Tag und haut rein, Leute.